Brina probiert La Table de Lumière. Wir sind aktuell im Disneyland Hotel untergebracht und wir probieren auch beide Restaurants hier. Und heute steht das La Table de Lumière an. In dem anderen war ich ja schon, gehen wir morgen trotzdem hin. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, was es hier alles so erleben gibt. Ich freue mich auf die Figuren, ich bin schon so gespannt und es geht jetzt los. Für Erwachsene kostet das Menü hier 120 Euro. Und es ist ein Drei-Gänge-Menü. Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe nur Gutes. Das hier ist unser Tisch und ihr könnt überall die Rose finden. Und schaut mal, wir haben genau diesen Anblick. Menü gibt es hier auch in verschiedenen Sprachen, so auch in Deutsch. Hier findet ihr mal die Vorspeisen. Dann haben wir hier die Hauptgänge und die Desserts. Die Getränke gehen extra, findet man auf der letzten Seite. Und hier, thank you. Und hier ist noch, falls man Geburtstag hat, kann man sich noch einen Geburtstagskuchen hier raussuchen. Und ja, alle sehr nett. Ich mache auch gleich noch einen kleinen Rundgang. Also Leute, wir haben hier wie immer die Cola, den Cola-Preisvergleich. Also Top-Sieger mit 9 Euro haben wir hier gefunden. Wir haben uns jetzt hier noch einen schönen Mojé gegönnt. Meine Lieblingssorte, der Eis Rosé, kostet hier 82 Euro die Flasche. Ja, das ist nicht günstig, aber ich habe die auch schon in niedrigeren Restaurantklassen für mehr Geld gekauft. Chip on goes, yeah, it's Chip. Well, you know, we were playing hide and seek with Chip earlier, and we couldn't find him anywhere, so it's a good thing you found him. Wir haben hier den Gruß aus der Küche. Kürbis, Apfel, Walnuss. Sieht gut aus, wir testen. Awesome. Ja, warum ist dein Künstler dann gehört dazu? Fine, and you? Yes, very well, thank you. Yes. Lovely staying here with a big group. Yeah. Which one's the leader? Grandma. Just like Doc. Yes, from the Seven Dwarfs. Do you remember the Seven Dwarfs? Sieben Zwerge. Yes. Sieben Zwerge, yeah. Yes. Do you have a favorite one? Which one? Welchen magst du am meisten? Snow White speaks German. Das ist unsere Vorspeise, meine Vorspeise. Also das hier sieht schon richtig gut aus, die Pilzsuppe. Da war ich erst ein bisschen neidisch. Dann kam meins, dieses Ei. Oh mein Gott, Leute, wie fancy-mancy ist das eigentlich? Wie gut sieht das aus? Hier haben wir noch das vegane Gemüse. Sieht auch cool aus. Irgendwie wie ein Halbmond, oder? Guten. Hi. How wonderful, bonsoir. Hello. Hello. Good evening.
Oh my, princess, you just look wonderful with that tiara, doesn't she? Oh yes, how marvelous. Good news, darling, and your name is? Paloma. Beautiful, darling. I put that one on Flora's done for your hair, dear. Your name is? Lisa. There we are. And yours is? Sascha. And? Sabrina. Dein Name? Ich glaube, aktuell sind hier alle glücklich. Egal, ob mit Bildern machen oder mit dem Essen. So, und dieses Ei, also das hier, ich nehme es jetzt einfach mal mit den Händen. Das ist das Ei. Wenn man das ausschneidet, es zerläuft einfach. Super. Wir gehen jetzt rein, wir testen. Machst du dir Fotos? Das musst du rausschneiden. Nö, das bleibt genauso da drin. Genauso bleibt es da drin. Ihr habt es alle gehört. So. Guckt. Hier drin. So. Wenn man rutscht, ist es irgendwie markieren. Ah, echt. Wie die Butter drauf. Die Butter. Mega. Also man sieht es überall. Kartoffel kann ich mal noch probieren. Ja, gut. Warum nicht? Also das hier ist mein Rindfleisch. Das sieht so gut aus. Ach, geil. Let's go. So, Leute. Wir probieren erstmal hier. Polenta war das, gell? Ja. Ich glaube, das habe ich noch nie gegessen. Ja, käsig. Gut, aber halt so trocken. Ich mag kein trockenes Essen. Brauchst viel Soße. So. Nee, danke. Und das Rindfleisch? Und es schmeckt sehr zart. Meint ihr, er ist da mit Birne? Ich bin eigentlich kein Birnenfan, aber ich habe jetzt einfach wirklich komplett nach Optik entschieden. Mango, du machst so mit irgendwas Mango und Aloe Vera und Mango. Habt ihr schon mal so eine Beere gesehen? Ja, fast so groß wie ich. Guck mal. Period. Das schmeckt köstlich. So ähnliche Desserts gibt es auch morgen. So, wir haben gut gegessen und mein Fazit zum Restaurant. Es ist schön, vor allem die Prinzessinnen zu treffen. Wir haben hier auch den ein oder anderen Fan erzeugt gerade, sage ich jetzt mal. Ich muss aber sagen, dieses Restaurant bleibt. Wir haben einen Fan, nicht gezeugt, erzeugt haben wir ihn. Wie erzogen. So, jetzt nochmal. Also, wir haben hier einen Disney-Fan kreiert, einen Prinzessinnen-Fan kreiert. Also Simone wäre richtig stolz auf dich, Sascha, muss man sagen. Es wird aber nicht mein Lieblingsrestaurant hier sein. Es kommt nicht an Downtown oder sowas ran. Also das definitiv nicht. Ich denke, es war so ein einmaliges Erlebnis. Ich war auch vor der Renovierung noch nie in diesem Restaurant hier. Also in dem, was hier vorher war. Ja, und ich glaube, du musst auch in naher Zukunft nehmen. Vielleicht, wenn man mal irgendwas richtig crazy feiert, aber so Preis-Leistung stimmt einfach nicht, muss ich sagen. Es ist alles gut, aber meiner Meinung nach dennoch zu teuer. Trotzdem hatten wir eine schöne Zeit und der Abend ist jetzt auch nicht rum. Wir gehen jetzt noch zur Jahreskarten-Nacht. Da ist schon ein Video dazu online. Ja. Und ich hoffe, dieses Video hier hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt die Glöckchen und dann sehen wir uns schon ganz bald wieder.
Ich muss noch mal kurz einwerfen. Der Service hier ist wirklich eine 10 von 10 und man hat hier auch eine Experience. Wir haben jetzt 3 Stunden hier gebraucht und das ist schon ordentlich. Also kann man schon sagen, preis-leistungsmäßig habe ich wirklich nur das Essen verglichen oder das Essen bewertet. Und dafür ist es mir einfach zu teuer. Jetzt aber wirklich Sense, Ende Gelände. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt die Glöckchen und dann sehen wir uns. So Leute, es gab hier nochmal ein Mini-Dessert. Jetzt aber wirklich tschüss.